Heute bei Influencer am See. Samantha, wie stehst du denn zu Nina? Ich mag sie. Ich finde sie wirklich cool. Ich finde sie mega korrekt. Krass davon überzeugt, dass Samantha und ich nicht so wirklich die besten Freunde wären. Ich bin gerade ehrlich gesagt geschockt, dass uns das hier so gezeigt wird. Während die Influencer den Abend in der Villa genießen, lässt Samantha ganz besondere Fotos von sich machen. Das war auf jeden Fall so, dass Samantha erst sich geäußert hat, dass sie so Bilder gerne haben möchte. Und wir so, ja okay, die macht bestimmt nur einen Spaß. Dann waren wir drin, haben was getrunken, kommen raus. Und dann ist sie so im Pool und macht diese Bilder wirklich. Wir waren voll schockiert. Bisschen war das so mäßig so Fremdscham. Wir waren auf der Schalkneibe. Aber alle, auch das ganze Team war ganz geschockt. Also das ist eine Intention darin, einfach aus dem Grund, weil es sehr, sehr luxuriös aussah, halt auch wegen dem Aussicht im Hintergrund. Und ich wollte mich so auch meinen Körper zeigen. Also es ist mir schon gut gelungen. Wirklich, es gab echt manche Bilder, wo ich mir so dachte, wow, sexy touch. Ich sah halt wirklich gut aus damit. Ich meine, die hat ja gesagt, sie will ein Topmodel sein. Ich fand das schon ein bisschen peinlich. Ich weiß nicht, ob die es merkt oder nicht, aber ich glaube, viele in der Villa reden ja darüber. Kann auch gut sein, dass es Unterwäsche gewesen ist. Also wie ein normaler Bikini sah es jetzt nicht aus. Die waren alle so wirklich schockiert und ja, es war echt sehr, sehr witzig. Ich habe die Originalfotos nicht gesehen, aber ich habe Undercover-Fotos gesehen, von denen sie nichts weiß. Also so an sich ist es ja jedem seine Sache, was für Fotos man halt machen möchte. Aber so in der Villa, wo noch ganz viele andere Menschen sind, ich weiß nicht, ob das gerade das Optimale ist. Ich glaube nicht, dass da coole Bilder entstanden sind. Nach einem actionreichen Tag spielen die Influencer am Pool Bierballer. Gott, Bierballer macht so Spaß. Genug Party. Marv möchte die Kandidaten hypnotisieren. Also Leute, wir haben die Tage drüber geredet und einige sind schon heiß drauf. Wer hat Bock auf Hypnose? Wow. Alter, gleich so viele. Okay, probieren wir mal mit diesem daraus aus, okay? Ha, bist du bereit? Ja. Gib mal deine rechte Hand. Ha, sobald meine Finger deine Stirn berühren, bist du automatisch in einem tiefen Schlaf der Entspannung. Zwei Minuten Schlaf, immer tiefer und tiefer in diese Entspannung. Immer ein bisschen tiefer in diese angenehme Trance. Ich zähle von 0 bis 3 und dann deine Füße, wie festgeklebt an den Boden sein. 1, 2 und die Zeit 3. Und genau jetzt kannst du mal probieren, deinen rechten Fuß einmal hochzuheben. Probier wirklich mit jeglicher Kraft. Ich krieg das nicht weiter hoch. Kriegst nicht weiter hoch? Hä? Bist du weh? Ja, ich weiß nicht. Pass auf, wenn ich dein Knie berühre, dann wird automatisch alles wieder aufgelöst. Dein Bein ist komplett normal, jeder Muskel ist wieder aktiv, genau jetzt. Probier mal dein Bein hochzuheben. Ja, das ist doch einfach nur schön. Nimmst mal beide Hände so nach oben. Genau, super. Am besten so ausgestreckt. Genau, jetzt schlag immer tiefer in diese Entspannung, immer ein bisschen tiefer. In dich selber reingekehrt. Was merken wir? Der ganze Körper. Immer mehr und mehr in dieses Unterbewusstsein hineinfließt. Und du immer entspannter bist, genau so. Du darfst einfach mal deinen rechten Arm nehmen, genau so. Und wenn du jetzt mal an deinen Namen denkst, denk mal an deinen Namen, wie er vor dir schwebt. Und stell dir mal vor, wo in deinem Körper wäre dieser Name? Zeig mal einfach mit deinem Arm drauf. Wo in deinem Körper siehst du jetzt diesen Namen? Zeig mal drauf mit deinem Arm. Da, super, perfekt. Nimm einfach mal diesen Namen, der genau an dieser Stelle ist. Und stell dir mal vor, wie dieser Name genau hier aus dem Kopf von mir jetzt einmal rausgesogen wird. Selbst wenn du probierst, deinen Namen auszusprechen, wird er komplett verschwunden sein. Ich zähle von 0 bis 3, dann öffnest du die Augen. Alles ist normal, aber dein Name ist weg. 1, immer weiter weg. 2, nicht mehr greifbar. 3, nicht mehr im Kopf. Öffne einmal die Augen. Geht's dir gut? Ja. Ja, entspannt ein bisschen? Super. Wie alt bist du denn? 20. 20, cool. Und wie heißt du? Sehr gut. Voll geil! Dann sage ich vielen Dank fürs Mitmachen. Riesiger Applaus! Es ist Zeit für eine Entscheidung. Wer muss noch heute Influencer am See verlassen? Liebe Influencer, vor euch standen schon mehrere Challenges. Ihr könnt euch bestimmt denken,
So langsam ist die Zeit für eine Entscheidung. Davor würde ich mich aber gerne mal bei euch umhören. Nina, wie war denn bisher die Zeit bei Influencer am See? Die Zeit, die war, ich fand es richtig, richtig cool. Ich habe mich mit fast allen eigentlich relativ gut verstanden. Es war witzig, sind ein paar Tränen gelaufen bei den ein oder anderen Challenges, aber ansonsten war es cool. Samantha, wie stehst du denn zu Nina? Ich mag sie. Ich finde sie wirklich cool. Ich finde sie mega korrekt und ja. Schauen wir mal rein, was du dazu gesagt hast. Wir haben gar nicht darüber nachgedacht, zusammen duschen zu gehen. Ich finde, es ist gar nicht schlimm so, weil es ist so Girl-Support-Girls-mäßig. Keine Ahnung, also dass man sich halt auch unterstützt. Und wir hatten eh Zeitdruck gehabt, so wir mussten beide duschen und deswegen haben wir das einfach schnell gemacht. Marv, miteinander duschen, hast du davon was mitbekommen? Bei den beiden? Ich glaube, ihr habt es uns ein bisschen verheimlicht. Nina, wie stehst du denn zu Samantha? Beruht das auf Gegenseitigkeit, was sie gerade erzählt hat? Also man kann sich unterhalten, aber dass ich jetzt zusammen duschen gehen wollen würde mit dir, also wäre ich jetzt nicht so in dem Mut drin. Schauen wir mal, was Nina dazu sagt. Als wir den ersten Tag hier angekommen waren, wollte ich halt normal duschen gehen und dann meinte sie irgendwie so zu mir, ob sie mit mir duschen gehen kann. Also ich habe dann halt ja gesagt, weil einfach die Zeit nicht gereicht. Wir hatten, ich glaube, 15 Minuten und es war nur diese eine Dusche da. Aber ich habe mich natürlich mit dem Rücken zu ihr gedreht. Ich wollte halt einfach wirklich nur raus, weil ich mich sehr unwohl gefühlt habe. Hab so das Gefühl, das ist ein bisschen komisch gewesen, so auf den ersten Eindruck. Und seitdem sind wir irgendwie so ganz komisch zueinander. So unangenehm, Becker. Das ist so unangenehm. Liebe KOW-Gang, erzählt mal die Wahrheit. Wie seid ihr untereinander? Ich glaube, die eine oder andere Beleidigung kommt bestimmt. 100%. Danke für eure Ehrlichkeit. Janko, du hältst dir gerade den Mund zu. Kannst du das unterschreiben? Gibt es Streitigkeiten oder ist alles Friede, Freude, Eierkuchen? Ich würde nicht sagen Streitigkeiten, ich würde sagen, es gibt schon die ein oder andere Meinungsverschiedenheit. Aber ich bin gerade ehrlich gesagt geschockt, dass uns das hier so gezeigt wird. Gibt es denn jemanden, liebe KOW-Gang, den ihr hier gar nicht mögt? Die Personen wissen das. Ja, die wissen das auch 100%. Schauen wir mal, ob die wirklich alles wissen. Ja. Also bitte komm, ich gehen. Da sind einige dabei, wo man sagt, okay, Alter, chill mal. Ja, zum Beispiel der Tim. Ist uns so jetzt häufiger aufgefallen. Er will halt nur produzieren. Ja, ich hatte schon vor Influencer-Sehen mit ihnen Videos gedreht, richtig viele Bibi-Videos. Und dann jetzt sind wir angekommen gerade mal und dann, wie immer, kam er, Handy mit raus. Handy, ey, die Bibi lache. Und dann meinte ich so auch mal, ey Tim, chill mal, ne, jetzt nicht und so. Und der drängt halt voll, diese Babylache zu machen und ich will das einfach gerade nicht. Weil er will ja, er will sehr beliebt rüberkommen. Ja, und dann haben wir halt keinen Bock damit. Das packt ab irgendwann dann, dass ich immer da reinlachen muss. Aber wenn ich dann sage, mach bitte das für unser Video, das ist auch unser Content, dass er sich da raushält. Ja, damit will ich jetzt nichts zu tun haben. So, es geht, wenn er mit Leuten redet, glaube ich, immer nur um Videos. Ich glaube aber, der Tim ist nicht ohne. Also, er hat schon seine Tricks und so, er weiß genau, was er sagt. Und er hat immer ganz er ist ja auch firm, so ein Allerbestes Beispiel war zum Beispiel, wir saßen alle zusammen am Pool und haben Videoideen überlegt. Und dann hat er sich meine Videoidee 1:1 abkopiert, hat denselben Text benutzt darüber. Er braucht halt so ein bisschen seine Aufmerksamkeit, was Social Media angeht. Er geht schon gerne rum und will unbedingt Content mit anderen für seinen Account drehen. Gerade mit den Leuten, wo er merkt, hey, wenn ich mit denen ein Video poste, geht das richtig viral. Tim. Ganz schön krasse Anschuldigung am Ende. Was sagst denn du dazu? Hey, ich finde, wir drehen hier alle zusammen Videos und ich habe hier in der Zeit 3 oder 4 Videos gepostet. Andere haben viel, viel mehr gepostet. Manche haben hier 30 Videos gepostet. Ja, aber warum muss man jemanden nachmachen? So? Ich hab ja nicht... Aber ganz abgesehen, das ist normal, dass man jetzt sich ohne... Nein, poste das nicht so. Er hat einfach so... Ja, okay. Ich hab die ganze Zeit so, ja, obwohl das eigentlich nein, jetzt nicht so... Ja. Das aber ich hab ja auch, Videoidee. Aber es ist ja trotzdem... Aber ich habe ja nicht... Ich habe halt ein Interview gemacht. Ja, so wie ich. Genau. Und dann habe ich Creator Janko angegeben. Ja. Das macht mir immer so auf TikTok, dass man Videoideen auch von anderen nimmt und dann den Creator halt angibt. Ja, ja, du hast aber kopiert. Aber du machst das, weil du siehst, was bei den Leuten gut ankommt. Das ist wie mit der Bibi-Lache. Tim, hättest du erwartet, dass von der KOW-Gang und von Janko solche Kommentare kommen? Also ich würde mal sagen, interpretieren wir das Ganze als ein Jein. Ihr habt jetzt noch mal ganz viele Einblicke gesehen. Wir kommen immer näher zu einer Entscheidung. Und ja, es wird heute Abend noch einen Flug geben für eine Person von euch oder vielleicht auch für eine ganze Gruppe. Und das Ticket ist auch schon gebucht. Und deswegen würde ich gerne einmal Marv zu mir bitten und einmal Tobi. Nein! Wie? Wir haben uns so gut verstanden! Nein, Marv, bitte, sag nicht!
Sag mir jetzt bitte. Okay. Marv, bitte. Also ohne Tobi hier wäre nicht mehr so cool. Marv, bitte. Nein. Ja, Marv und ich sind Bros. Ich hätte dann das Zimmer allein, aber das ist viel zu teuer. Nee, also es wäre richtig scheiße, wenn der jetzt einfach gehen würde. Also, nein, ist echt scheiße. Was wäre deine Reaktion, wenn wir dich hier zum Flughafen fahren würden? Ja, wäre halt mies traurig. Ja, ich würde alle hier vermissen, jeden Einzelnen, jeden. Lieber Tobi, ich muss leider sagen, du bist heute ein Wackelkandidat. Aber Marv, für dich geht's auf jeden Fall in die nächste Runde. Yes! Geil! Viel Spaß! Okay. Liebe Maxima, komm einmal zu mir. Was ist Joker? Du musst den Kopf holen. Bist du beruhigt mit Joker? Oder trotzdem nervös? Nein, ich bin trotzdem nervös. Wenn das jetzt heißt, du müsstest gehen, würdest du den Joker setzen? Auf jeden Fall. Ich muss dir leider sagen, auch du bist ein Wackelkandidat. Deswegen komm mal einmal bitte neben Tobi. Liebe Samantha, komm einmal zu mir. Was war bisher dein Highlight bei Influencer am See? Ich glaube, ich muss jetzt gehen, oder? Wenn ich schon so gesagt bin. Was war bisher dein Highlight? Ja, keine Ahnung, einfach so das Quadfahren hat mir mega Spaß gemacht. Wie hast du dich im Quadfahren geschlagen? Ganz gut, also ich saß eh hinten dran, aber ja. Trotzdem, auch du bist heute leider eine Wackelkandidatin. Deswegen würde ich dich einmal bitte zu den anderen bitten. Lieber Janko, komm einmal zu mir. Würdest du gerne eine Runde weiter? Ja, auf jeden Fall. Ich kann dir sagen, herzlichen Glückwunsch, du bist auf jeden Fall. Lieber Tim, komm einmal bitte nach vorne. Bisher, welche Challenge hat dir so gar nicht gefallen? Wir hatten ja jetzt zwei bis jetzt. Und da ich heute ja nichts machen konnte, würde ich sagen heute. Ja, auch du, ein Wackelkandidat. Komm bitte einmal neben mich. Liebe Nina, komm einmal zu mir. Wie war deine Bestrafung heute Nacht im Zelt? Sehr unbequem, kalt. Ja. Ging's einigermaßen zu schlafen? Nee, eigentlich nicht. Man hat unfassbar gefroren. Ich habe dann später auch Maximas Pulli angezogen. Es war einfach nur schrecklich eigentlich. Trotzdem bist auch du ein Wackelkandidat. Komm bitte auch mal hier zu den anderen. Liebe KOW-Gang, kommt einmal zu mir. Na, Celine, du warst bisher die Einzige, die von euch so richtig angetreten ist in einer der großen Challenges. Ja. Bist du mit dem Ergebnis nach wie vor zufrieden oder hast du jetzt vielleicht auch Angst, dass es vielleicht gerade wegen dir nicht reichen könnte, weiterzukommen? Schwierig. Also heute ist ja, wie war das heute? Tobi für uns angetreten. Mhm. Der hat das heute richtig gerockt. Gestern auch die gerade Kurve noch rüber geschafft und ja, ich weiß nicht. Ihr seid alle Wackelkandidaten. Ich würde euch jetzt zu einer Sache bitten. Jeder von euch sucht sich eine Person von den hier Stehenden aus, wenn er nicht mehr hier in der Influencer am See wieder hat. Samantha, ich komme mal zu dir. Ich würde Maxima nehmen. Alright. Maxima, bei dir ist auf jeden Fall ein Rauswurf schon mal gezählt. Liebe Nina, wen würdest du gerne nicht mehr am Start haben hier bei Influencer am See? Maxima. Tobi, wen möchtest du nicht mehr bei Influencer am See dabei haben? Ich wähle Maxima. Lieber Tim, erzähl mal, wen würdest du rauswerfen wollen? Würde ich jetzt sagen Maxima. Ihr drei, wen würdet ihr nehmen? Wir nehmen auch Maxima. Ihr dürft euch schon mal setzen. Maxima, bleibt mal bitte bei mir. Ja. Ich finde das scheiße, dass wir Maxima gewählt haben. Liebe Maxima, dich haben alle gewählt. Wie ist das Gefühl? Das Gefühl ist jetzt nicht schön, aber ich kann es halt verstehen. Trotzdem, alle haben dich gewählt. Deswegen darfst du jetzt zwei Personen raussuchen, wo du sagst, die wirst du nicht mehr dabei haben. Tipp die zwei Personen bitte an, jetzt direkt. Kommt einmal bitte nach vorne. Maxima, du darfst dich setzen. Hast du Angst, jetzt Influencer am See verlassen zu müssen? Ja, schon, aber ich glaube, ich habe es eh vermutet. Also. Tim, wie schaut es bei dir aus? Ja, es kommt, wie es kommt. Alles hat seinen Grund. Ich würde euch jetzt einmal bitten, stellt euch zu der Person, die ihr weiterhin in der Influencer am See-Villa haben müsst. Ich kann das alles nicht mehr. Also gut ist schon mal, ihr habt Leute, die auf eurer Seite stehen. Schlecht ist, ihr habt genauso viele Leute, die gegen euch hier stehen. Ich frage euch jetzt eine Frage. Die Person, die schneller die Antwort weiß, ist weiter. Seid ihr beide soweit bereit? Ja. Ja. Welche Challenge war bisher die höchste Challenge bei Influencer am See? Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.
Damit Samantha, ich muss mich leider von dir verabschieden. Dein Weg heute bei Influencer MC ist vorbei. Trotzdem hast du es gut gemeistert. Du warst immer am Start, du hast bei keiner Challenge gesagt, du bist nicht am Start. Und deswegen vielen Dank dir und guten Nachhauseflug. Ich hab's gewusst. Ich will nach Hause. Ich will unbedingt nach Hause. Zu meiner Mutter. Ich will es hinter mir haben. Ich will einfach weg. Das ist eine Show. Wenn man rausgewählt wird, dann muss man auch sofort weg. Und ich will es hinter mir haben. Es war schon eine geile Erfahrung, aber ich will es trotzdem hinter mir haben. Ich habe mich generell nicht wohl gefühlt. Ich habe es irgendwie gewusst und ich habe mich auch nicht wohl gefühlt. Also manchmal, also bei manchen Leuten schon, aber bei manchen Leuten nicht. Aber ich möchte den Namen nicht erwähnen. Nein, gut. Wirklich, du hast es richtig gut gemacht. Ich habe mich extra auf deine Seite gestellt. Ich hätte dich noch viel weiter gesehen haben, auch wenn du manchmal lustige Sachen gemacht hast. Ich bin halt anders als die anderen. Keiner, also manche mögen mich halt nicht und deswegen. Ja, aber du hast trotzdem richtig gut gemacht, wirklich. Ja. Und alles gut. Ja. Also ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil mir fällt auf, dass die anderen auch sehr, sehr viele Videos hier immer machen und ganz viele Ideen haben. Und ich dachte, das ist auch cool, wenn man hier in der Villa ist, dass man mal ein bisschen so Content kreiert. Aber ja, genau. In der nächsten Folge. Wir haben auch gar nicht gefragt, wie es war. Wir haben uns direkt angemeldet. Wir haben es mitbekommen, wie es war. Die gerade so sich auseinanderhasst, dass man sich so gut durch auseinander ekelt. Sie ist von uns beiden am meisten enttäuscht. Ich finde es schade, dass sie hier so gegen ist. Ja. Weil ich mochte sie. Ich mochte auch die VOB-Game. Ja. Aber ich mag die immer noch, aber die mögen uns jetzt nicht mehr. Ja, das ist nicht mehr zu entschuldigen. Was? A thousand years, a thousand miles, a